Ich will kein verficktes Schild, aber ist auch geil, wie sie einen hier über den Tisch ziehen. Dann kaufst du dir ein Schild und dann das da und dann merkst du so, oh, da wurde es über den Tisch gezogen. Hä? Ich verstehe nur gerade nicht. Ah. Gott sei Dank, ich kann nicht falsch sein. Das muss da sein. Na. Okay, sehr schön. Und was will der? Oh, ich hab gedacht, das wäre wieder so ein Händler. Da haben sie mich ausgetrickst. Das war wahrscheinlich auch die Intention. Zack, du hältst die Arcanum-Kerne. So heißen sie. Und die Vera, die ist halt ein wenig allergisch dagegen. So, hier. Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben. Wow. Okay, gut. Sie haben ja gesagt, dass sie eine geheimnisvolle Wirkung haben. Dann strahlt man wahrscheinlich die Eule an. Und die gibt einem halt auch immer wieder Tipps. In Dungeons beispielsweise, glaube ich, zu den Endbossen, was die Schwächen oder so sind. Oder bei manchen Rätseln, glaube ich, eine Lösung. Wobei das mit den Endbossen... weiß ich jetzt nicht, aber das Schlauste wäre es nicht, weil die Endbosse halt immer mit dem Gegenstand aus dem Dungeon besiegt werden. So, da werde ich abgeholt. Na. Ah, die Arcanum-Kerne, nach denen die Königin verlangt hat. Kleiner, ich eskortiere dich zum Palast. Danke sehr. Gut, Knirps, hast du gefunden, Folge, um Königin Ambi zu treffen. Machen wir doch. Schönes Schloss. Schöner Garten. Schöner Vorgarten. Oh, da ist Königin Ambi. Königin Ambi, er sagt. Wie hoch... er bringt die Arcanum-Kerne, die eure Majestät gesucht haben. Lass mich sehen, was er mitgebracht hat. Zack, hier, bitte, meine Arcanum-Kerne. Arcanum-Kerne, Nairo benötigt Arcanum-Kerne mehr als alles andere. Sie wird höchst erfreut sein. Wie lautet dein Name, Knabe? Odin, ich belohne dich, Odin. Bringt sie her. Können wir nochmal froh sein, dass Nairo nicht dabei ist? Weil die hätte uns sonst erkannt. Also, die übernommene Nairo. Odin, dies ist deine Belohnung. Nimm sie und sei dankbar dafür. Ein bisschen harsch irgendwie, aber du hältst 10 Bomben. Und jetzt werden wir rausgeschmissen. Mein Palast ist sehr weitläufig. Du wirst den... ja, muss einfach nur geradeaus gehen. Er wird mich hinausgeleiten. Gehen wir, Kleiner. Zack. Und jetzt kommt Nairo zufällig, nachdem ich weg bin. Glück ab. Wird der Knabe zurückfinden? Jawohl, euer Majestät. Odin. Ha, oh, sie war doch da. Gut gemacht. Erst hast du mich durch die Barriere geschleust und nun bringst du mir meine Arcanum-Kerne. Naiver Knirps, erst dermaßen einfach die Freundlichkeit mancher Leute auszunutzen. Schon habe ich ein potenzielles Problem weniger, das mir in die Quere kommen könnte. Meine Güte, diese Arcanum-Kerne sind ja nicht zum Aushalten. Ihr Geruch und ihr Aussehen. Pfui, nun denn. Königin Ambi, nun dank meiner Kräfte unterliegt die Kontrolle des Zeitflusses. Für dich werde ich einen endlosen Tag erschaffen, damit das Volk nie zur Ruhe kommt und sich der Turmbau vorsetzt. Und wenn der Turm an den Himmel stößt, wirst du als größte Königin, die je gelebt hat, in die Geschichte eingehen. Oh, ich werde bekannt sein als große Königin. Nairo, Orakel der Zeit, erschaffe für mich einen endlosen Tag, sodass die Menschen ohne Rast arbeiten, alle für Jungen, alle sollen arbeiten. Schnell abhauen. Ist zwar ein bisschen komisch. Sie wollte einen Turm, weil ihr Mann weg ist. Wir kommen dem Zeitalter des Schattens näher, doch noch ist es zu früh. Der wahre Schatten fällt erst, wenn der schwarze Turm am Himmel steht. Bla bla bla. Gute Arbeit, kleiner. Ambi ist höchst erfreut. Du darfst nun gehen. Danke sehr. Was ist hier? Mit dem will ich erst gar nicht reden. Das ist irgend so ein Hippie. Hier können wir noch einen Kern pflanzen. Da kommen wir sicherlich mal vorbei. Aber die haben halt, wie gesagt, auch nichts so Besonderes. Da ist eine Frucht dran oder so. Oh. Ist der dann ein Dings kommt? Fuck. Mal kurz analysieren. Rubin da unten, Rubin hier. Das war auch schon. So. Uff, du mieser Kleiner, das merke ich mir. Ja, das war relativ gut für uns. Ich glaube, sie sucht einen... ah, nee, das Buch hat sie in dem anderen Teil gesucht. Fuck, sie hatte doch gerade eben einen Dialog. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob sie hier in dem Torspiel auch mitmacht. In Seasons macht sie, glaube ich, mit. So, hier die Arcanum-Kerne. Haben wir keine mehr, wie man sieht. Aber brauchen wir es auch nicht für das Dungeon. Oh, die kann man werfen. Habe ich ganz vergessen. Ich dachte, man legt sie einfach nur... oh, shit. Jetzt hätte ich fast sogar noch eine zweite geworfen. Oh, hier brauchen wir Schild. Zack. Zack. Ey.
Frag mich so. Das ist natürlich auch geil, wenn man kein Schild hat, dann muss man wieder rausgehen und sich eins kaufen. Da. Jetzt sehen wir zum Beispiel das erstmal eine andere Farbe. Ja, die wir auch definitiv anwenden müssen. So, dafür drehen wir das Ganze einmal. Zack. So einfach geht's. Ich war mir nur gerade nicht sicher, ob wir das hier schon machen müssen. Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe. Zack. Hier unten noch. Oh, hier kann man bestimmt eine Bombe hinlegen. Das sieht mir sehr verdächtig aus. Und die Schlange kann sogar Treppen gehen. Wie süß. Oh, eine Schatztruhe. Eine Karte. Ja, mal klar, dass da nichts Besonderes drin ist. Wäre schon krass, hätten die da jetzt den, also den Endpass-Schlüssel sowieso nicht, aber irgendwas Krasses versteckt. So, erste Wand. Noch gar nicht an das System der Bomben rangeführt. Und dann direkt. Wäre ein bisschen unwahrscheinlich gewesen. Gibt es in dem Spiel einen Bumerang? Ich weiß es gar nicht. Müsste aber. Doch, bestimmt. Doch, doch. Also ich weiß, dass man in Seasons, glaube ich, bei dem Tanz den Bumerang bekommt. Denn damit macht man ja, glaube ich, den Eingang zu dem einen Dings dann auf. Was mache ich denn jetzt? Egal, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin der Master of the Dungeons. Ah, deswegen kann man alle verschieben, okay. Das ergibt durchaus Sinn. Hier, das können wir einfach in Ruhe lassen, das Rätsel. Das brauchen wir nicht nochmal. Wieder ein Schild anziehen. Hoffen, dass wir ein Herzchen hier rauskriegen. Zack. Zack, zack. Nein, leider nicht, aber ist nicht schlimm. Ganz und gar nicht schlimm. Ich überlege gerade, was kriegen wir für einen Gegenstand hier? Bisher hat hier auch noch nichts drauf hin. Die Feder wäre halt geil, aber ich weiß nicht, ob man die so früh schon kriegt. Aber nehmen würde ich sie definitiv. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier. Ich wette, ich konnte noch nach links oder so. Ne, nach unten. Okay, das erklärt einiges. Ja. So. Und mit links meinte ich gerade übrigens auch rechts. Die Frauen, der weibliche Zuschaueranteil hat mich sicherlich verstanden. Denn wenn ich hatte ich gedacht, was? Wie nach links? Links ist doch die Tür, wo du nicht weiterkommst. Oh ja, ich glaube. Ich glaube. Hier kriege ich die Sprungfeder. Das wäre doch ein gutes. Oh, das wäre geil. Wow, das war knapp. Aber wie sagt meine Mutter immer? No risk, no fun. Ja doch, hier kriege ich die Sprungfeder. Scheiß drauf. Ja, hier kriege ich sie auf jeden Fall, komm. Habe ich jetzt so oft betont, ich muss sie jetzt kriegen, ansonsten ist das peinlich. Spiel enttäuscht mich nicht. Oh, ich habe gedacht, der Schlüssel fällt einfach runter. Hat er aber nicht, ist er aber nicht, wird er aber nicht. Reingefallen, Depp. Mir fällt. Ich weiß sogar, gegen welchen Boss wir kämpfen. Allerdings. Also nur wegen der Passage gerade weiß ich das. Weiß ich, dass man den mit den Bomben besiegen muss und das bringt mich nicht unbedingt weiter. Aber es müsste die Feder sein. Schwer jetzt aufzurätseln, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Feder ist. Und ich meine, ich konnte bei dem Boss auch schon springen. Dum, dum, dum. Ja, und an die Truhe komme ich ja sonst nicht. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst, das ist die Feder. Chill. Oh nein, ein Herz. Jetzt sind sie auf einmal alle oben. Waren vorher nicht ein paar mehr unten? Da, ja, das ist alles Sprung, Sprung, Sprung. Dann weiß ich jetzt auch schon den Miniboss. Das wird eine kleine Fledermaus sein. So. Oh, die ist doch nicht so klein. Entschuldigung. Zack. Ja, dann macht Boom. Ja. Jo, okay.
Gott. Eigentlich gedacht, ich kann ihn treffen, wenn er runterfällt. Ah, jetzt. Ja gut, das geht jetzt die ganze Zeit so. Wobei ich nicht weiß, wo wir hinkommen, wenn wir da runterfallen. Aber... naja. Werde ich jetzt auch nicht ausprobieren. Auch nicht das LPs wählen. Oh, er lebt immer noch. Drei so Schläge. Hätte ich nicht gedacht. Wow, jetzt macht er schon einen Doppelsprung. Schön, ist Baba. War zu einfach. Und die Fee ist mir. Ich gehe erstmal unten lang. Jawohl, sogar richtig gegangen. Jawohl. Endlich die Feder, mein Lieblings-Item aus allen Zelda-Teilen, auch wenn es mir hier wieder nicht so gefällt wie in den anderen, vor allem Minicap. Aber generell Minicap ist, glaube ich, so mit Abstand. Was soll das für eine Scheiße hier sein? Ach, ja, never mind. Das ist der Ort, wo ich hinkomme, wenn ich beim Boss runterfalle. Ich finde, Minicap ist mit Abstand der beste Teil hier von den Gameboy-Reihen. Der ist so gut. Die Grafik, die Art, mit dem Kampftechnik so viel zu entdecken, das mit den Glücksfragmenten. Es gibt eigentlich jegliche coole Technik. Das ist einfach super gut gemacht. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Wer The Minicap noch nicht Wer The Minicap noch nicht gespielt hat, noch nicht gesehen oder sonstiges, der kann gerne auch bei mir gucken. Ich habe das auch Let's Played. Ansonsten gibt es genug andere zu empfehlen. Sind sicherlich Leute wie Looks Like Link oder halt ganz traditionell einfach mal das Spiel selber spielen. Google ist euer Freund. Ihr werdet sicherlich rausfinden, wie er an eine ROM kommt. Und wer keinen Emulator hat und den auch nicht findet, der wird sicherlich noch einen Gameboy haben. Und wer keinen Gameboy hat, hulala. Jetzt, das mag... nein, vermag ich mir gar nicht vorzustellen. Und da haben wir die Feder. Sehr schön. Zack.